Liebe Freunde, die BRD rutscht immer weiter ab in ein rechtloses Land, wo die Deutschen diskriminiert werden und man aus lauter Angst vor unseren zugereisten Fachkräften, man die Deutschen diskriminiert und die Fachkräfte alles tun lässt, was sie wollen. Sie wollen mehr wissen? Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Ja, liebe Freunde, ich möchte Ihnen mal ein Beispiel demonstrieren. Das ist so erschreckend und ich hätte nie gedacht, dass das in Mitteldeutschland schon so weit ist. In den degenerierten westdeutschen Bundesländern würde mich das nicht wundern. Da ist eh alles vorbei. Aber dass hier in Thüringen wir Situationen haben, wie, ich zitiere gleich im Artikel, wie in einem Bürgerkriegsgebiet, das hat mich auf das Tiefste schockiert. Also, wenn sich nicht bald irgendetwas ändert, dann gute Nacht und dann empfehle ich wirklich eben auszuwandern. Ich zeige Ihnen mal, was ich hier gefunden habe. Es ist wirklich unglaublich und es wird Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe ausziehen. Schauen Sie mal. Junge Freiheit. Deeskalation. Bahn stellt Mitarbeitern Ticketkontrolle bei Ausländern frei. Also, tut mir leid hier, lesen Sie den Artikel nochmal. Bahn stellt Mitarbeitern Ticketkontrolle bei Ausländern frei. Zur Deeskalation ist es Zugbegleitern der Südthüringenbahn künftig freigestellt, die Tickets von Ausländern, wobei in erster Linie sicherlich unsere Freunde aus den muslimischen Ländern gemeint werden sollen. Ich habe noch nie gehört, kleiner Hinweis, in Düsseldorf haben wir, glaube ich, 60.000 Japaner. Da ist noch niemals irgendetwas Auffälliges passiert. Wir haben auch viele Vietnamesen, da ist auch noch niemals etwas passiert. Wir haben auch viele Italiener, gut, das war in den 60er Jahren wohl anders, da ist in der Regel auch nichts, außer dem üblichen Quatsch, den man auch bei den Deutschen mal hat. Aber hier bei unseren Freunden, die mit dem fliegenden Teppich sonst unterwegs sind, haben wir Riesenprobleme. Also die Strecke hier, über die wir reden hier, bei der Südthüringenbahn, wird intern bald bereits als Bürgerkriegsgebiet bezeichnet. Kurse im Asylheim sollen helfen. Das ist natürlich Quatsch, aber na gut. Erfurt. Die Südthüringenbahn hat es ihren Zubegleitern freigestellt, die Fahrscheine ausländischer Fahrgäste zu kontrollieren. Wie gesagt, die betroffene Gruppe. In schwierigen Situationen können unsere Mitarbeiter zur Deeskalation selbst entscheiden, wie sie vorgehen. So sieht's aus. Hintergrund ist ein Leserbrief eines Ehepaars an das Blatt. Danach habe eine Zugbegleiterin nur die Fahrkarten deutscher Reisender kontrolliert. Die Schilderung des Ehepaars wies die Bahnsprecherin von sich. Naja, vielmehr sei die Zugbegleiterin schon mehrfach durch den Zug gelaufen. Die Fahrkarten der Ausländer seien demnach vermutlich bereits kontrolliert worden. Glauben Sie auch an Hänsel und Gretel? Als das Ehepaar dazu stieg, ja. Hier geht es nämlich um den eigentlichen Text. Nämlich, das ist ein Brief des Betriebsrates. Betriebsrat warnt vor Personen mit Migrationshintergrund. Jüngst hatte die klar Schlagzeilen gemacht, bla bla bla. Und der Betriebsrat hat einen Brandbrief an Bodo Ramelow geschickt. Über Bodo Ramelow möchte ich jetzt lieber nicht äußern, da wird das Video gesperrt. Darin wird extreme Gewalttätigkeit der Fahrgäste in den Zügen beklagt. Die Mitarbeiter fühlten sich von der Politik im Stich gelassen. In dem Schreiben heißt es, dass es sich bei den Tätern um Personen mit Migrationshintergrund handle. Ja, sicherlich nur mit einem speziellen und nicht mit generellen Migrationshintergrund. Ich glaube nicht, dass ein Türke, der hier 30 Jahre schon, na gut, 30, ja doch, könnte hinkommen, schon wohnt, dass der Ärger macht. Und zwar, die Problemleute kommen aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl. Der Betriebsrat bittet in dem Brief um Entschuldigung, dass er sich nicht der modernen politischen Korrektheit entsprechend ausdrücke. Das ist sehr freundlich formuliert. Normalerweise dürfen Sie ja nicht sagen, was Sie wollen bei diesem Thema. Obwohl man wisse, dass es allzu oft und vor allem schon reflexartig passieren kann, in eine bestimmte politische Ecke gedrängt und als ausländerfeindlich oder gar rechtsextrem abgestempelt zu werden, müsse man Klartext reden. Hier scheint sich ein Betriebsrat offensichtlich mal den Mut genommen zu haben, zu sagen, wie es aussieht. Weiter geht's hier.
Demnach kommt es auf der Strecke Erfurt-Suhl-Meining regelmäßig zu Szenen, welche aus einem Bürgerkriegsgebiet stammen. Das muss man sich mal vorstellen. An anderer Stelle ist von Schlachtfeld-Fahrgastraum die Rede. Bei Fahrscheinkontrollen würden die meist weiblichen Mitarbeiter, also die Fahrscheine kontrollieren, sexistisch bedroht, angegriffen und angespuckt. Schläge und Tritte gehören zur Tagesordnung. Auch die vorwiegend männlichen Lokführer seien Opfer dieser Angriffe. Aufgrund der Bedrohung müsse man das Schwarzfahren hilflos tolerieren. Das heißt, hier wird komplett aufgegeben, weil man Angst hat, weil man nicht mehr kann und lässt damit das Schwarzfahren zu. Wir haben es ja auch schon in einigen Geschäften, wo das Ausrauben einfach so hingenommen wird. Weil das heißt, es hat eh keinen Sinn. Solche Sachen kennen wir eigentlich nur aus den USA, jetzt haben wir sie mittlerweile in Deutschland. Und in dem Schreiben sagt der Betriebsrat eben weiter, es geht hier nicht über, es geht, oder man rede nicht über Ausnahmen oder über Einzelfälle, sondern das sei alltäglich. Und hinzu käme die Freunde, die aus den bekannten Regionen kommen, würden auch als aus Spaß ab und zu mal die Notbremse ziehen. Weiter geht's. Eine junge, zierliche Lokführerin wurde dadurch genötigt, im Schlachtfeld Fahrgastraum technische Maßnahmen durchzuführen. Unter Todesangst und einem stark durch menschliches Blut verunreinigten Triebwagen hat sie die Fahrt bis zum Bahnhof Suhl fortsetzen müssen. Eine andere Kollegin, wird hier auch beschrieben, ist einfach aus dem Zug raus. Sie ist über die Gleise entkommen. Können Sie sich das vorstellen? Weil es im Zug nicht mehr zu ertragen ist, verlassen die Mitarbeiter dieser Bahn den Zug und entfernen sich über die Gleise. Soweit ist es schon. Weiter geht es in diesem Brief. Man könnte die Aufzählung beliebig fortsetzen. Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Wenn das jeden Tag geschieht, dann haben wir schon eine Unmenge von Berichten. Auch wenn die Polizei kommen würde, nützt nichts. Die Täter hätten vor der Polizei keinerlei Respekt. Soweit sind wir schon. Wir entwickeln uns zu einem rechtsfreien Raum. Irgendwann werden die Deutschen, die Bio-Deutschen, die Autochen-Deutschen, Autochonen diesen Zug nicht mehr benutzen. Weiter geht's. Selbst wenn unsere Spezialisten einmal abgeführt würden, stünden sie bald wieder im Zug, um ihre Fahrt ohne Ticket weiter fortzusetzen. So sieht's aus, liebe Freunde. Wir sind langsam in der BRD in einer Art Endzeit. Und die Politik lässt das einfach so zu und es wird sich immer weiterentwickeln. Und liebe Freunde, ich kann Ihnen sagen, in wenigen Jahren werden Sie gar nicht mehr auf die Straße gehen können. Ich möchte nur mal das Beispiel Libanon aufführen. Dort war in den 50er Jahren eine, ich bin in keiner Weise irgendwie religiös veranlagt, das liegt mir auch nicht, aber das ist, dient nur zur Beschreibung. Eine christliche Mehrheit von 90%. Mittlerweile ist der Libanon weitestgehend arabisch. Und ja, das Land hat es hinter sich. Und das geht bei uns, oder bei uns kommt das jetzt auch. Und zwar viel schneller als in Liebes. Ich sage nochmal, in den Schulen haben wir teilweise in den Großstädten 90-98% von Kindern, die nicht mehr deutsch sind. Aber gut, ich will das Thema jetzt nicht weiter ausdehnen. Aber vielleicht sollten Sie sich den Artikel bei der Jungen Freiheit nochmal durchlesen. Die Perspektiven für die BRD, selbst in Mitteldeutschland, sind nicht gut. Also überlegen Sie, wen Sie wählen. Sonst haben Sie bald selber in der Zukunft große Probleme.